Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Desert Worlds DLC. Und wir sind jetzt im Schauplatz Ostafrika. Italiens Position in Eritrea, Abessinien und Somaliland bedroht die britische Nachschublinien im Indischen Ozean und dem Roten Meer. Italienische Kräfte werden kundig von Amadeo Duke Doster befehligt, sind jedoch vollständig von der Versorgung abgeschnitten und im weiteren Kriegsverlauf zu drastischen Entbehrungen gezwungen. Ich nehme mal an, dass das ja die italienische Form von Duke ist, wo ich mir bei der Aussprache nicht ganz sicher bin und deswegen mal ins Englische kurz gewechselt habe. Die sudanesische Abwehr und die East African Forces müssen zunächst britisch Somaliland aufgeben und sich von den kenianischen und sudanesischen Grenzen zurückziehen, erhalten dann jedoch die ersehnte Verstärkung. Diese gemischten Kolonialtruppen unternehmen nun eine mehrschichtige Offensive in einem so riesigen wie schwierigen Gelände, um die italienische Position in Ostafrika endgültig zu eliminieren. Es schon betont wird, dass sie ein fähiger italienischer Kommandant ist, der mehr an Versorgungsproblemen scheitert. Interessant. Naja, wir haben zwei Missionen. Ich fange sonst mal mit der historisch früheren an. Dezember 1940 saßen italienische Einheiten, die im Sommer an den Süden vorgestoßen waren, exponiert in ihren Positionen bei Kassala. Verluste der italienischen Kräfte in Nordafrika und Griechenland bedeuteten, dass auch von diesen Truppen keine Hilfe zu erwarten war. Duke Doster wollte ein Desaster vermeiden und doch ein fähiger italienischer Kommandant zu sein und beschloss, den allgemeinen Rückzug auf Gelände in Abessinien und Eritrea, das besser zu verteidigen war. Das war klug, denn das Commonwealth erhält im Januar 41 Verstärkung durch Veteranen aus Nordafrika. So, wen haben wir hier? Die Sudan-Streitkräfte. Sind die Artillerie gekriegt haben in der letzten Konferenz? Die anderen haben die Fähigkeit bekommen, Brücken zu bauen. Gut, 7 Runden, wir haben ein Ziel. Dann auf geht's. Bisschen Prestige ist ja auch noch auf dem Konto, falls man hier irgendwie ein upgraden möchte, aber natürlich nicht alles ausgehen, damit man für die Konferenz noch genügend übrig hat. Die Italiener haben ihre spärlichen Gewinne im Sudan aufgegeben und sich nach Eritrea zurückgezogen. Seine Kräfte bei Kassala sollen über die Grenze hinweg zuschlagen und den Feind verfolgen. Gleich wird sich die Wicks Force von Port Sudan aus den Weg nach Süden die Küste hinunter machen. Verläuft alles nach Plan, treffen die Kräfte sich an den italienischen Stellungen bei Kern. Wir haben die Lufthoheit und sind materiell überlegen, doch die mangelhafte Infrastruktur und das Gelände in diesem Teil der Welt sind nicht zu unterschätzen. Also, wir haben. Sind das alle Truppen? Ach ne, da oben ist noch der zweite Teil, der die Küste runter soll und dann treffen wir uns da hinten irgendwo. Da ist das Hauptziel, dass dort das nächste Szenario leichter wird. Und hier können wir noch ein paar Karten abgreifen und ein HQ-Upgrade. Wir haben einen LKW, den wir platzieren dürfen. Wie sieht's aus? 2 kommt noch eine Einheit für uns. Der Gegner kriegt soweit nichts. Versorgung. Okay. Wir haben hier eine Eisenbahn. Im Zweifel hier scheinen alle Eisenbahnen immer aktiv zu sein, weil es gibt keinen speziellen Hinweis, wie es ja sonst bei anderen Titeln war, dass hier eine Eisenbahnlinie anfängt, oder? Ach nee, ich nehme es zurück, der ist nur da oben. Hier unten noch nicht gesehen. Da ist ein LKW. Jo, das sieht nach einem recht entspannten Missionsaufbau aus. Beide Gruppen stoßen vor und müssen gucken, wie weit sie kommen. Der Gegner hat da drüben seine Bahn. Jo, ich glaube, da gibt es nicht vieles zu sagen. Haben wir hier noch? Zwischen Panzer könnt ihr vergehen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch keinen Panzer. Motorisierte Einheit, aber die schon wichtig sein. Nee, natürlich auch sonst noch mal so richtig upgraden. Sonst gibst du hier den aus, dass der zumindest Stufe 4 hat. Vielleicht noch ein Pionier. Jetzt meinetwegen auch an die mobile Einheit und dann ist eh das ganze Prestige weg. Lass wir unseren LKW platzieren.
Ich würde sagen, du gehst erstmal hier ran. Dann damit darüber. Also ich finde, die ganze Mission riecht danach, hier einmal eine unserer 11kW-Karten zu spielen. Dass wir schon mal ein mehr haben. Die brauchen ja auch irgendwie Versorgungsunterstützung. Moment, ich will nur noch mal doppelt checken. Nee, du hast da sonst niemanden. Geld haben wir eh keins. Ja, Luftüberlegenheit haben wir immerhin, die können ein bisschen aufklären. Steht ein geschwächter Feind drin. Wobei das hier ist auch nicht gerade die stärkste Einheit. Ja gut, ihr werdet dann wahrscheinlich hier einfach vorrücken. Und das dann im nächsten Zug angreifen. Du kannst ja aus Sicherheitsgründen, weil kämpfen brauchen wir die jetzt nicht so dringend, ein bisschen Landaufklärung betreiben, nur um sicher zu gehen, dass da nicht doch noch irgendein Feind ist. Und ihr beginnt hier euren Vorstoß. Also ein paar Straßen. Ein 0, ja, ich glaube, das musst du machen. Kann natürlich, dass sie auch von Süden ein bisschen erobern, nur dann auch, ob nochmal sicher geht, dass nicht doch irgendwie mal ein Gegner zwischen ist. Noch brauchen wir auch keinen zusätzlichen LKW, ja. Soweit auch erstmal fertig. Das, also hier nach einer recht entspannten Mission habe ich bisher den Eindruck. So, da haben wir unseren neuen oder? Nee, der muss da unten. Ja, dann marschiert mal weiter. Ich glaube, den Weg durchmachen müsst ihr jetzt nicht. Nur mal ein bisschen sicher gehen und schauen, ob da einer ist. Und ihr könnt jetzt die hier besiegen. So, und dann würden wir eine Karte kriegen, aber wir sind voll und ich glaube, wir ziehen einfach mal einen der LKWs. Habe ich auch gut gebrauchen, ja. Jeder würde ich schon gerne mitnehmen, dass das nächste Szenario machbarer wird. Ich nehme mal an, dazu müssten wir hier die Punkte ausbauen. Weil wir könnten hier einen bauen. Sind die versorgt und den da hinten nehmen wir wieder raus. Wir trotzdem versorgt, wir haben eine Reserve, womit wir dann im nächsten Zug hier vorschieben können. Die Reihe gehe ich mal von aus. So, und du kriegst natürlich auch deine Versorgung und wir müssen den überwinden. Nebenbei schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Sehr schön, dann klärt die auch schon mal weiter auf. Ach was? Weiß nicht, warum gerade so, also es war schon im letzten Szenario, dass es immer die Pioniere getroffen hat. Das ist ein sehr ungesunder Trend, der sich hier gerade fortsetzt. So, das Akku wird die Notfallversorgung im nächsten Zug. Dann platzieren wir den LKW neu, kassieren den wieder ein. Ich meine, kriegen wir den Ort ja, denke ich, zeitig. Und schon noch eine LKW-Karte einsetzen. Da sind wir jetzt schon ran und den nehmen wir raus. Du fährst schon mal weiter nach vorne.
Nein, ohne Nachschub, das ist jetzt aber Pech. Wir haben da eigentlich Logistik. Da ist einer drin, Wunder, und hier ja, auch einfach nur die Stationen ausbauen, dann wird das schon. Wenn man auf 2 und Support ist die und ihr. Schon sind 2 Spezialisten weg. Ich liebe das, wie das läuft. Wirklich, es kann nicht mehr besser werden. Noch ein LKW, da kriegt man hier aber echt eine ganze Menge. So, dann sollten wir vielleicht sehen, ob wir die Gegner hier abschneiden können. Nehmen wir mal an, dass da unten auch einer drin steht. Aber auch, man ist bald in versorgtem Gebiet. Wir können hier noch den ausbauen. So, der ist schon abgeschnitten, aber wenn wir das einfach noch irgendwie ausbauen können. Einfach auf Nummer sicher gehen. Dann da demnächst vielleicht auch jemanden abschneiden können, dass Akku kann stehen bleiben. Gut, Berntu, Zug 5, da hätten wir jetzt noch einen Moment Zeit. Warte, wir fangen sonst auch erstmal wieder schön in Reihenfolge mit denen an. Ein bisschen durchs Gebirge schlagen müssen. Hm. 1-1. Und wir haben keine echten unterstützenden Karten. Kann es sein, dass man. Wo ist das an? Runde 5. Kann es sein, dass wir so angreifen müssen? Und potenziell dann schon mal die nächsten. Der Listen weg sind. Herrlich. Herrlich. Und ihr hier weiter belagert. Aus eurer Artillerie. Na gut, könntet ihr hier schon mal unterdrücken und die werden dir nicht geheilt. Habe ich gerade. Aber hier, in so einem vernichtenden katastrophalen Angriff, gerade versehentlich direkt angegriffen habe, da überlebt der Spezialist oder die Kanone das natürlich. Aber bei dem, der da seine zu Nulls hat, da leider nicht. Ärgerlich. Ich würde eigentlich sogar mal schauen, ob ihr die hier noch einkesseln könnt. Da steht einer. Natürlich auch da vorne ein bisschen gefährdet. Die werden hier dann auch schon abgeschnitten. Das noch ein wenig hier insgesamt ausbauen. Dann mal schauen. Euer 1-1, ja. Das ärgert mich gerade, dass ich schon wieder mit der Artillerie angestellt habe durch diesen Fehlklick. Lass uns nochmal dahin, dass du alle in Reichweite hast. Und im Prinzip, damit ihr das schafft, müsst ihr hier jetzt eigentlich zuhauen. Der geschwächt ist und ihr im nächsten Zug nochmal hauen könnt und der Gegner dann irgendwie weg ist. Er denkt aber nicht daran, sich zurückzuziehen.
Gegner zwar raus, aber das Haku steht halt drin. Ich will da doch nicht mehr rankommen. Irgendwie auf diese ganze Mission bescheiden. Höchst bescheiden. Und bei den Zielen müssen wir uns auch nicht beeilen. Und auch das Ziel. Wenn man da rankommt, da bricht man irgendwie eine Kanone oder so. Das Hauptziel. Weiß nicht, ich habe irgendwie keine großen Ambitionen mehr. Wenn schon ein Spezialist auch schon wieder weg ist und man den auch trotzdem nicht zeitig kriegt, dass keine Chance hat. Mit der Artillerie, mit dem versehentlich angegriffen habe, was unnötig ganz schön Verluste gekostet hat. Ja, eine Karte können wir nicht erhalten. Immerhin noch hier 20 Prestige mitgenommen, aber. Ja, was soll ich sagen? Den würde ich jetzt im Prinzip auch lieber runter belagern. Würden wir gerne die. Müssten wir jetzt noch eine Karte spielen, um uns die Belohnung nehmen zu können? Ja, ein Luftangriff. Aber der hilft ja auch hier nicht, weil das Haku halt im Ort im Weg steht. Geht es natürlich raus, aber jetzt ist es ja auch egal. Auch nicht rechtzeitig erobert, dann wird das nächste Szenario also komplizierter. Jetzt auch schon 1-1, aber das ist mir auch egal. Dann verlieren wir an der Stelle halt noch mehr Prestige. Aber besiegen den dann entspannt im nächsten Zug und ja, greife da an, das und sich ja auch nicht mit diesen Truppen. Anfang des. Jetzt noch seine Pioniere und alles, aber die sind ja auch sofort drauf gegangen. Irgendwie ein Tag zum Vergessen. Eine Mischung aus Spezialisten, die ständig drauf gingen und noch einzelnen Fehlern, hier mit der Kanone anzugreifen. Vielleicht auch den einen halt da einzuschicken. Ich wollte halt nur sicher gehen, dass da keiner ist. Naja, gut. Irgendwas schön machen. Ich bin gerade am Schauen, welche Einheiten wir noch häufiger haben. Dann bin ich nicht mehr so häufig, aber der geht jetzt auch eh nicht mehr zum Haku durch. Haben wir eh nicht so häufig. Hey, das heißt, oder also wir verlieren ihn nach dem Szenario immerhin. Es gehen. Also seine Spezialisten nicht drauf. Das, was wir reorganisieren können. Warum dürfen wir eigentlich von dem jetzt nicht reorganisieren? Ist der irgendwie zu weit weg oder so? Glaube ich eigentlich nicht. Oh, du kannst ja doch noch. Nee, der kommt hier einfach nicht vernünftig in Haku-Reichweite, weil wir da auch nicht langkommen. Und den Ort nehmen wir auch nicht so ein, also auch kein Haku-Upgrade. Mann, eine Einheit hier noch eingesammelt, einen Infanteristen, den wir bald neu verteilen dürfen. Und sieht man zu dir doch jetzt. Ja. Nee, die jetzt natürlich sinnvoll wären, weil wir die nicht nochmal haben, die dürfen wir jetzt nicht irgendwie ins Haku zurückpacken. Und sonst ist hier auch nicht gerade viel los. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem Verlauf.
Ja, sagen wir einfach gewonnen, aber so viele Spezialisten verloren. Missionsziele knapp nicht geschafft und den einen unnötigen Angriff, wo ich eigentlich einen Artilleriebeschuss machen wollte, dann versehentlich einen richtigen Angriff gemacht habe. Sagen wir einfach, wir haben es geschafft und konzentrieren uns auf die nächste Mission. Und damit dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.